Herzlich willkommen im Admin-Backend der Firm-App. In diesem Tutorial-Video geht es um das Anlegen von Inhalten, zum Beispiel von Blogposts, Veranstaltungen oder Umfragen. In der Blogverwaltung werden dem Gruppenleiter alle ihm verfügbaren Gruppenblogs angezeigt. Einen neuen Beitrag kann der Gruppenleiter im jeweiligen Blog über den Button Neuen Blogpost erstellen anlegen. Die notwendigen Felder wie Titel und Textinhalt müssen ausgefüllt sein. Zudem muss die Gruppe ausgewählt werden, in welcher der Blogpost veröffentlicht werden soll. Erst dann kann ein erster Entwurf gespeichert werden oder der Blogpost direkt mit dem Status Öffentlich in der ausgewählten Gruppe veröffentlicht werden. Im Feld Veröffentlichen am kann auch ein späterer Zeitpunkt zur Veröffentlichung ausgewählt werden. Auch Videos, Links und PDFs zum Download lassen sich ganz einfach in den Text einfügen. Mit dem Video-Icon öffnet sich ein Textfeld. In dieses wird der Videolink eingefügt und anschließend wird das Video im Text angezeigt. Um einen Text als klickbaren Link umzuwandeln, wird das Link-Icon benutzt. Auch hier öffnet sich ein Textfeld. In dieses wird die Link-URL eingefügt. Um ein PDF zum Download einzufügen, wird auf das PDF-Icon geklickt. Anschließend wird das PDF ausgewählt und steht dann im Blogpost zum Download zur Verfügung. Die Termin- und Veranstaltungsübersicht kann über den Button Veranstaltungen eingesehen werden. Wird im Kalender ein Tag ausgewählt, erscheinen alle Termine und Veranstaltungen, die an diesem Tag stattfinden. Wird ein Tag im Kalender ausgewählt und der Button Hinzufügen angewählt, erscheint ein kleines Fenster. Hier können alle Informationen zum Termin bzw. zur Veranstaltung eingetragen werden. Ebenso kann der Termin als Einzeltermin oder als Serientermin angelegt werden. Es ist dabei auch möglich, aus einer vorhandenen Terminserie einzelne Termine über den Button Löschen einzeln zu entfernen. Darüber hinaus gibt es eine Buchungsfunktion für Termine und Terminserien. Dazu muss der entsprechende Haken Buchbar bei der Erstellung des Termins oder der Terminserie gesetzt werden. Die Firmenbewerber können im Kalender der Firmen-App den Termin zu- oder absagen. Unter dem Menüpunkt Umfragen erscheint eine Liste aller Umfragen, die bereits erstellt wurden. In der Übersicht lassen sich alle Umfragen einsehen und bearbeiten. Außerdem wird direkt ersichtlich, wie viele Personen an der Umfrage teilgenommen haben und welche Auswahlmöglichkeit die meisten Stimmen erhalten hat. Mit dem Button Neue Umfrage erstellen wird eine neue Umfrage angelegt. Mit dem Button Bearbeiten kann die Umfrage beschrieben, Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt, die Gruppe ausgewählt, Sichtbarkeit eingestellt, die Option zu einer Mehrfachauswahl gegeben oder die Umfrage gelöscht werden. Wird der Bereich wieder verlassen, speichert das System die Bearbeitungen automatisch. In der Übersicht lassen sich alle Quiz einsehen und bearbeiten. Darüber hinaus kann die Sichtbarkeit eines Quiz über das Auge-Symbol für einzelne Gruppen gesteuert werden. Mit dem Button Erstellen wird ein neues Quiz angelegt. Es ist unter anderem möglich, eine Einleitung mit Bild zu schreiben, die Gruppe auszuwählen, neue Fragen zu erstellen und Bilder an die Fragen anzufügen. Unter dem Menüpunkt Aufgaben erscheint eine Liste aller Aufgaben, die bereits erstellt wurden. Um eine neue Aufgabe anzulegen, wird der Button Aufgabe anlegen benutzt. In dem sich öffnenden Fenster lässt sich die Aufgabe beschreiben und aktivieren. Aufgabentyp Gruppe. Diese Aufgaben werden von einem Gruppenleiter erstellt und sind als ganze Firmengruppe zu erledigen. Mit dem Aufgabentyp Single werden Aufgaben erstellt, die einzeln gelöst werden sollen. Wenn Single-Aufgaben von einem Firmenbewerber über die App als erledigt eingereicht werden, dann kann der Gruppenleiter in der Übersicht diese mit einem optionalen Kommentar bestätigen oder ablehnen. Gibt es noch Fragen? Dann einfach eine Mail an firmapp@
@bonifatiuswerk.de schreiben.